Okay, ich muss anscheinend nicht hierhin, sondern, warte mal, halt, ich muss irgendwie hier hoch. Komme ich hier hoch? Komme ich hier lang? Ja. Da komme ich durch, nicht so ein Scheiß. Na, so ein Mist, aber auch. So, dann laufe ich mal hier unten durch und suche hier den Weg zur Sehenswürdigkeit. So. Was steht hier? Schwarzlöwentruhe verschlossen. Ach toll. So, ich muss hier lang. Da komme ich gar nicht rein. Ach nee, das Ogertor kann ich kaputt machen. Gut. Dann mache ich das mal. Greife mich auch noch die hier an. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Blödes Viech. Blöder Oger. Ich hasse den. So, jetzt. Ach, da kommen noch mehr. Mann, Mann, Mann. Ich laufe jetzt einfach hier weiter und entdecke die Sehenswürdigkeit. Und dann geht sie wieder raus. So. Macht die eindringlich. Nö. Die machen wir nicht platt. So. Bohemia Großkral. Was auch immer das sein soll. So. Hier komme ich nicht raus, weil da ein Tor den Weg versperrt. Wie praktisch. Wer baut sowas? Wahrscheinlich die Oger. So. Warum kann ich das nicht einfach öffnen? Warum muss ich zerstören? Verstehe ich nicht. Na gut, machen wir es halt kaputt. Kann ja nicht schaden. So, also schon. Das Tor ist ja dann kaputt. Aber für mich persönlich ist das jetzt kein Problem. Ja, mein Gott, ist halt das Tor kaputt. Gehört mir doch nicht. Außerdem gehört es den fiesen, fiesen Ogern. So. Und da oben befindet sich die letzte Wegmarke. Und auch dort ist etwas, nämlich unsere Geschichtsquest. So, die letzte Wegmarke in diesem Gebiet. Und dann haben wir alles. Krass. Alter, jetzt habe ich schon das ganze Gebiet abgeschlossen. Das ist ja unfassbar. So. Wie schnell das ging vor allem. Das gibt's ja nicht. So, Wegmarke. Da haben wir sie auch. Ja, wir haben alles abgeschlossen. Wir können ja mal gucken, was ist hier drin. Yeah. Oh, kann ich von eurer. Okay. Toll, Sachen, die ich nicht benutzen kann. Ach, wie schön. Das liebe ich ja. Annehmen. So, jetzt kann ich ja mal hier, warte, Sammelgegenstände lagern. So. Und dann kann ich nochmal Post. Ah. Seid gegrüßt, verehrter Reisender. Der Club der Exploratorin Tyrias möchte euch zu euren Erfolgen in der Flammenkampfsteppe beglückwünschen. Die Kunde eurer Leistung hat sich in der ganzen Region wie Lauffeuer verbreitet. Ihr habt gefährliche Ländereien durchquert und die Drachenbrut abgewehrt. Ohne eure harte Arbeit und die Hartnäckigkeit wäre so ein Erfolg niemals möglich gewesen. Wir wünschen euch viel Glück für eure zukünftigen Erkundungsreisen. Club der Exploratoren Tyrias. So, den Betreff habe ich nicht vorgelesen, ne? Eine Nachricht aus der Flammenkampfsteppe. So, okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal hierhin. Da, wo wir eigentlich hin wollten. Nämlich zu dieser Geschichtsquest. Ich habe zwei Gebiete fast komplett, also eins habe ich fast komplett abgeschlossen und das hier habe ich komplett abgeschlossen. Nur um diese eine Geschichtsquest zu machen, ist doch unfassbar. Na gut, und Level habe ich auch noch bekommen. So. Magistra Siren haben wir hier. Und ich hatte nachgeguckt, wie die heißen. Die heißen Silvari, das Volk. Das mir nicht eingefallen ist. So. Hallöchen, Oger. Ich bin Siren. Wir wollen mit eurem Häuptling über die gebrandmarkten Bestien hier reden. Uldig der Ungestüme ist unser Häuptling, aber er ist nicht da. Ich bin Lagula und spreche für meinen Kral, bis Uldig wiederkommt. Aber ich habe keine Lust, mit Fremden zu reden. Was ist, wenn wir ihn für euch finden? Redet ihr dann mit uns? Aber ja. Wenn ihr Uldig findet, ist der ganze Kral euch dankbar. Er war beim Brand auf Erkundung, als er verschwand. Ein paar von uns gingen ihn suchen, kamen aber nie zurück. Findet auch sie, wenn ihr könnt. Na, wunderbar. Wir haben schon öfter versucht, Gebrandmarkte zu zähmen, aber es Was endet hatte ich gerade erzielt? in einem Ich weiß nicht. So, was kann ich jetzt. Ach, ich muss schon wieder verlassen, was? Ach du Heilige. Na toll. So, wo soll ich denn finden? Wo soll ich es denn. Da soll ich es finden. Gut, dann gehe ich mal dahin. So.
Ich habe gerade was erzählt und bin wieder total rausgekommen. Ach so, ich hatte einmal... Ach, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich hatte einmal nicht gewusst... Oh, Entschuldigung, wie das Volk heißt, das eine Volk. Es gibt ja die Tar, die Norn, die Menschen, die Asura und die Silvari. Und auf Silvari bin ich, glaube ich, nicht gekommen, auf den Namen damals. Das ist auch schon ein bisschen her. Jetzt weiß ich es endlich. Warum ich mir das nicht merken konnte, keine Ahnung. So, na gut. Dann wollen wir doch mal hier diese Quest weitermachen. Weitermachen. So, ungezähmte Wildnis. Ja, Instanz betreten. So. Tja, Brand ist nie gut. Außer der Flughafen will ihm ran. Wobei, naja, da ist auch nicht wirklich viel Gutes dran. Ne? Der ist ja immer noch nicht fertig, glaube ich. Nee, der ist noch nicht fertig. So. Mann, Mann, Mann. Das kann sich noch hinziehen. Vor allem hat man Hartmut Medorn als Leiter irgendwie von dem Ganzen da engagiert. Das war natürlich auch die schlauste Entscheidung. Warum sind die so stark auf einmal hier? Das ist ja unfassbar. Alter Schwede. Machen die irgendwas Besonderes, was so viel Schaden macht? Ich weiß es nicht. Hallo? Stirb, stirb. Na, verdammt. Stirb. Stirb. Na siehst du, so. Ha, geht doch. Da gehe ich mal raus. Ich weiß nicht, ob das schlecht für mich ist. So, irgendwas. Irgendwas machen die, was extrem viel Schaden macht, glaube ich. Oder die machen allgemein viel Schaden. Das geht auch. So, ich weiß es nicht. Stirb. So, muss ich mich hier durchkämpfen? Ich muss bis da muss ich hin. Gut. Schauen wir mal. Hier sind auch gebrandmarkte Menschen. Okay. War jetzt. Mann. Dirb, du gebrandmarkter Mensch. Ich scroll mal ein bisschen ran, mal sehen, wie er aussieht. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Nach Drache irgendwie. Mehr Drache als Mensch. Also so wie meine Lehrerin damals. Untersuchen. Der tote Oger sieht arg zerfleischt aus. Hier gibt es Spuren eines Kampfes, der die Fährte etwas verwischt hat. Aber von hier führen Fußspuren tiefer in den Brand. Die Frage ist, wohin? Keine Ahnung. Ich sehe auch die Fußspuren. Wie soll ich die erkennen? Ich weiß es nicht. Tiefer in den Brand auf jeden Fall. Heißt also hier irgendwo. Weiß nicht, sehe ich hier Fußspuren? Nee. Sehe keine. Komisch. Frag mich, ob man die erkennen soll, aber ich glaube, die kann man gar nicht erkennen. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn da wirklich richtige Fußspuren auf dem Boden wären und man denen einfach folgen könnte. Ach, oder man läuft einfach hier hin. Das geht natürlich auch. So, das mit den Fußspuren wäre richtig toll. Das würde mich freuen. Aber ich sehe hier leider keine, ich sehe nur, der Boden sieht auch sehr seltsam aus. So mit so Form drin vor allem. Naja. So, was ist denn hier los? Schon wieder... Leute, die mich töten wollen. Das ist ja unfassbar. Oder Verschlinger, die mich töten wollen vor allem. Und die es auch gleich hinkriegen, so wie es aussieht. Scheiße. Ach du Heilige. Na, das kann ja lustig werden. Ah, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Schaffe ich das? 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 Ich hab's geschafft. Oh, wie knapp vor allem. So, stirb, du Elender. Blöder Verschlinger hier. Das ist ja unfassbar. Stirb, habe ich gesagt. Stirb. Eines qualvollen Todes. Ach, da ist ja noch... Alter, wie viel sind denn da? Das ist ja unfassbar. Da sind einfach zu viele. Es sind zu viele. Es geht so nicht. Das ist blöd. So, warte. Ich muss mich mal rächen hier. Stirb, Elender Verschlinger. Du elendes Monster, stirb, habe ich gesagt. Stirb, aber ich sterbe auch gleich selber, weil ich wieder diese Fähigkeit eingesetzt habe, die mich tötet, wenn ich mich nicht schnell genug räche. Ja, wie man sieht. So. Okay, na dann wollen wir es nochmal probieren einfach. So, ich laufe mal hier lang. Da hinten ist er ja einfach schon wieder. Siehst du? Der kämpft auch noch mit der anderen da, die jetzt natürlich wegläuft praktischerweise. Wo ist sie denn jetzt? Hä, wo ist denn die jetzt hingelaufen? Da ist sie jetzt hingelaufen. Toll. Ach, Mann. So, na dann. Stirb, gebrandmarkter Verschlinger.
Und ich muss mal gucken hier. Ich muss nachher gleich wieder... ich habe nur so viel zu tun heute. Ich muss erstmal schauen, dass ich die Nachbarn antreffe. Dass man da mal gucken kann wegen dem Rohrbruch und so. Und dass ich wieder Wasser kriege hier. Das wäre richtig toll. Also Wasser darüber würde ich mich freuen. So, jetzt kann ich hier mal anklicken. Untersuchen. Der tote Oger. Okay, das kennen wir ja schon. So, wo muss ich jetzt hin? Hier führen irgendwie Fußspuren weiter, aber hier sind ja gar keine. So. Keine Ahnung, wo die jetzt langgelaufen sind. Ich hab keine Ahnung. Nee. Da ist der nächste, siehste? Ha. Untersuchen. Okay. Tiefer in den Brand führen die Fußspuren. Da ist der nächste. Untersuchen. Ja, steht immer das gleiche irgendwie. Da ist auch nochmal einer. Da oben. Da. Ich frage mich nur, wo soll ich denn da hin? Das ist ja unfassbar. Untersuchen. Da steht überall irgendwas. Die Frage ist nur, was ist... Finde den vermissten Oger-Suchtrupp im Brand. Natürlich doch. Ich habe den doch gefunden. Der ist doch tot. Ach nee, da lebt noch einer. Ach, guck mal. Belebt Yonkor wieder. Wow, was ist denn hier los? Hilfe. Sterbt, ihr Elenden. Gebrandmarkten Felsenhunde. Die Verschlinger machen irgendwie den meisten Schaden. Die Felsenhunde jetzt gar nicht so, aber die Verschlinger, die sind ganz schön, ne? Ganz schön stark. So, mit denen komme ich locker klar. Ich weiß nicht, was mit den Verschlingern ist, dass die so schwer sind im Vergleich. Keine Ahnung. So, kann ich übrigens Sammelgegenstände lagern? Nein. So. Bringt Yonkor in Sicherheit. Gut. Na dann, wollen wir doch mal weg. Rennen. Warum rennen die in verschiedene Richtungen? Willst du mich verarschen? Alter, was ist denn das für ein Quatsch? Die rennen... warum rennen die denn nicht zusammen? Das verstehe ich nicht. Komisch. Na gut. Ich muss das ja nicht verstehen, oder? Bitte, was? Alter, was ist das denn? Alter, was geht, ey? Ey, was geht? Alter, was ist denn das für ein Riesenvieh? Ey, voll das Riesenvieh, ey. Ja, aber dieses Assi-TV, das ist ja auch schlimm. Jetzt spreche ich auch die ganze Zeit so, das ist echt... Naja. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das guckt, aber im Fernsehen guckt ihr das praktisch nur noch. Also irgendwie ein Großteil des Fernsehprogramms besteht aus Assi-TV irgendwie, habe ich das Gefühl. Also irgendwie so ein Reality-Soaps und so ein Scheiß oder Doku-Soaps oder Richter an Alexander Holt. Gibt es das überhaupt noch? Richterin Barbara Salisch, glaube ich. Das war ja auch mal schön. Ob es das noch gibt, weiß ich gar nicht. Habe ich früher geguckt, aber ist eigentlich alles scheiße. Da gab es mal irgendwas, ach da, die haben ja die wildesten Geschichten sich da ausgedacht, das glaubt doch kein Mensch. Ja, das sind die abstrusesten Geschichten, also da weißt du auch nicht mehr. Und warm ist hier auch schon wieder drin, sehe ich gerade nur aufs Thermometer wieder, 27,1 Grad, oh Gott. Ja, ist ja schlimm. So, ich werde mal hier ganz kurz den Yonkor wiederbeleben. So, lalalala, das kann etwas dauern. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Der nächste freie Platz ist gleich für Sie da. Der nächste freie Mitarbeiter natürlich. Kann mir das nicht irgendwo her? Jetzt weiß ich, was so viel Schaden macht. Verstehe. Der wirft hier mit den komischen Steinen. Die machen so viel Schaden. Auch wenn sie mich überhaupt nicht treffen, aber egal. So. Alter, was ist denn hier nur wieder los? Die Seerun lebt noch. Das Problem ist, ich möchte gern den hier wiederbeleben. Irgendwie. Nein! Ach, scheiße. Drecksvieh. Wiederbeleben. Lass mich. So. Nein! Ach, verdammt. Lass mich den wiederbeleben, bitte. Ach, das geht nicht. So, ich gib's auf. Ich töte den jetzt zuerst. So. Stirb, du Elender. Gebrandmarkter Wehrverschlinger. So. Stirb eines Qual von den Todes. Hätte heilt? Bitte was? Wieso hat er sich jetzt geheilt? Alter, willst du mich verarschen? Hä? Wieso hat er sich jetzt wieder voll geheilt? Wie geht denn das bitte? Was war das denn? Wieso hat er sich voll geheilt? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat sich wieder voll geheilt. Einfach.
Alter, ich kann hier gar nichts machen. Der kickt mich die ganze Zeit nur hin und her. So, lässt mich mal in Ruhe, dass ich mir den Yonko vielleicht mal wiederbeleben kann. Das wäre ja toll. Nein, nein. Ach, Mann. Drexi. So, stirb. Jetzt endlich. Warum hat er sich wieder geheilt? Das verstehe ich nicht. So. Kann ich vielleicht... Na siehste, so geht doch. Jetzt lebt er gleich wieder, hoffentlich. Lebst du gleich wieder? Ja, er lebt wieder. Wunderbar. Ha. So. Oh Gott. Da, nicht die Siren angreifen, sondern den hier. So. Ach du Heilige. Was macht der denn außer Reichweite? Mann. Da hat sie da weggelaufen. Ey, Alter. So kannst du doch nicht. So kann man doch nicht spielen. Der kickt einen dauernd weg. Das ist ja schlimm. Ich will mein Großschwert wieder haben. Warum habe ich kein Großschwert? Warum habe ich diesen komischen Hammer da? Mein Großschwert, das war so toll. Jetzt sind die beiden wieder tot. Das ist ja unfassbar. Na, wie praktisch. Dann bringt es ja überhaupt nichts, die wieder zu beleben, weil die sterben dauernd wieder. Ist ja toll. So, jetzt. Der kickt mich immer weg, das ist so scheiße. So. Alter, lass du mich mal bitte dich hauen, danke. Jetzt wirft er wieder sein Dings, da muss ich wieder raus aus dem Kreis, wo er seinen komischen Stein dahin wirft. Mann. Alter Schwede, das ist ja schlimm. Ah, Alter. Alter, was ist denn das hier nur? Ich mach mal Folgendes. Ich habe ja hier so ein schönes Ding. So, das belebt die auch nochmal wieder. Das ist auch sehr praktisch. Hä? Hab Dank. Uldek ist verrückt geworden. Er hat die anderen und unsere Zähmlinge getötet und ließ mich liegen, weil er mich für tot hielt. Warum hat Uldek seine eigenen Leute angegriffen? Er wurde gebrandmarkt, in ein Kristallmonster verwandelt. Er ging hinaus, um solche Wesen zu zähmen. Aber er wurde selbst zu einem. Er lockte uns in eine Falle und ließ einen Rudel der Kristallkreaturen auf uns los. Er ist immer noch unser bester Tierbändiger. Sie haben ihm perfekt gehorcht. Jetzt will er alle im Kral zu Gebrandmarkten machen. Unsere Zähmlinge auch. Ich muss zurück und alle warnen. Es gibt zwei Möglichkeiten zu helfen, wenn ihr wollt. Unsere Zähmer brauchen jeden starken Zähmling, den sie finden können. Und wir brauchen mehr Vorräte für starke Befestigungen. Hä? Willst du mich verarschen? Wieso kommt jetzt die Szene? Obwohl, das verstehe ich nicht. Hä, der lebt hier doch noch. Wieso kommt jetzt diese komische Szene? Und wo ist denn mein... Wo ist mein Banner hin? Mein Dings. Meine Flagge, keine Ahnung, wie das Ding heißt. So, ich mach mal das hier hin. So. Stirb, du Elender. Veteran gebrandmarkter Werferschlinger. Mann, Mann, Mann. Kommt da einfach mitten im Kampf dieser Dialog da? Was ist das denn für ein Quatsch? Liebes Spiel, was sollt ihr denn das bitte? Hab ich auch noch nicht erlebt. Dass er einfach mitten im Kampf kommt und die anderen dann sterben. Ist ja auch schön. So. Okay, na dann töten wir den hier mal. Wow, da muss ich raus, halt, bevor er seinen Stein da reinwirft. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Nee. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, war das, glaube ich. Da gab es doch auch so ein Sprichwort. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich, dass alle irgendwie ihre Sünden haben. Ne? Alle haben schon mal irgendwas getan, was, naja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr bestimmt auch schon. Vielleicht könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, aber müsst ihr natürlich nicht. Ne? Was habe ich denn schon mal getan? Ich weiß das gar nicht. Ach Gott. Ich habe mal im Wald, wollte ich so eine kleine Hütte bauen. Und, das war auch scheiße, weißt du? Dann wollte ich im Wald so eine kleine Hütte bauen. Aber, ja. War anscheinend, hat der Wald wem gehört. Das weißt du ja auch nicht als kleiner Junge.
Heißt, da willst du halt deine Hütte bauen und dann waren die natürlich erzürnt darüber, weil es denen gehört hat. Das war nicht so toll, aber naja, was willst du machen, ne? So. Ja, jetzt plaudere ich wieder meine intimsten Geheimnisse aus. Nein, so intim war es jetzt nicht. Und Geheimnis jetzt auch nicht, aber naja. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Aber ihr habt bestimmt auch schon mal irgendwas gemacht. Haben wir im Wald immer so eine Sachen gebaut. Naja, weißt du ja auch nicht, dass du dem gehört. Weißt du, da war kein Schild, kein Zaun, kein gar nichts. War einfach nur normaler Wald. Woher sollst du denn wissen, dass es denen gehört? Echt mal. Naja. So. Ist ja auch, auch interessant. So, jetzt muss ich bloß irgendwie noch überleben möglichst. Das wäre auch toll. So. Kann ich vielleicht mich heilen? Kann ich die anderen vielleicht wiederbeleben gleich? Alter, was ist denn das? So, gleich sind die... Scheiße. Ich renne mal ein bisschen hier. Wow. Nein. Ach, wieso trifft er mich denn? Ich war doch draußen aus dem Kreis. Scheiße. Ach, du Heilige. Ja, das ist ja lustig. Haha, ist ja lustig, ist ja lustig. So. Dann heilt er sich bestimmt wieder. So. Ja, toll. Was ich jetzt machen kann, ist das. Aber das... Warte mal, das bringt tatsächlich was, weil dann kann ich hier halt die wiederbeleben. Und die auch nochmal. Den hier auch nochmal. So. Scheiße. Ich müsste die Kampfstandarte jetzt woanders hinstellen. Aber das geht nicht. So, vom Kontrollpunkt aus versuchen. Ach, der ist ja gleich hier. Ach, wie praktisch. So. Okay. Na gut, dann jetzt stirb, du Blöder. So. Gut ist, jetzt habe ich die wiederbelebt. Jetzt kämpft die nämlich gegen den und er hat sich nicht regeneriert. Regeneriert hat er sich nicht. So, lass mich da mal raus aus dem Kreis. Okay,